Nehmen wir an, wir arbeiten bei einer Firma und wir haben diese vier Projekte, die gelaufen sind. Zum Beispiel Projekt A ging von 8 Uhr bis 12 Uhr und das ging 7 Tage lang. Und wir hatten dafür 3 Mitarbeiter. Und was wir jetzt ausrechnen wollen, ist erstmal die Zeit pro Mitarbeiter für diese 4 Stunden A 7 Tage und dann wie viel die 3 Mitarbeiter, die Gesamtzeit der 3 Mitarbeiter. Und genauso bei den anderen Projekten. Jetzt fangen wir mal in A an. Die Formel hier ist erstens ganz einfach. Wir wollen erstmal die Differenz. So viel wurde pro Tag gearbeitet. 4 Stunden. Wir wollen das dann mal 7 Tage multiplizieren. Hier muss man aufpassen, wenn ich jetzt mal 7 mal D2 eingebe, dann erscheint, ist das ein Fehler, weil hier wird zuerst multipliziert. Zuerst multipliziert und dann wird dieses Produkt von C2 subtrahiert. Und das ist falsch. Wir wollen ja erst muss C2 minus B2 stattfinden und dann soll die Multiplikation stattfinden. Und daher legt man das in Klammern. Ja, das heißt, mit den Klammern wird alles, was innerhalb der Klammern steht, zuerst kalkuliert und danach wird das dann mit D2 multipliziert. Und wir kriegen hier 4 Stunden. Jetzt 4 Stunden ist eigentlich gar nicht richtig, weil ich erwarte, 4 Stunden ist die Arbeitszeit pro Tag, aber nicht für 7 Tage. Eigentlich erwarte ich hier 28. Und das hängt mit dem Format an. Wenn man hier über Format und Zellen formatieren geht, man kann jetzt über Uhrzeit gehen, aber wenn man es viel professioneller und viel einfacher, ist es über Benutzer definiert. Jetzt ein Zeitformat wäre zum Beispiel H:M. Ja, da kommt 4 Stunden. Man kann auch HH:MM. Ja, wie man sieht, der Unterschied zwischen H und M und HH und MM ist die führende 0. Also bei HM hat man nur 4 und 0 und bei HH:MM hat man 0400. Jetzt, egal was, beide sind falsch, weil ich erwarte hier eine 28. Es gibt ein drittes Format und das ist eine Klammer H. So eine eckige Klammer auf, eckige Klammer und dann H, eckige Klammer zu und dann MM. Und so kriegt man die 28 Stunden. Jetzt, was ist der Unterschied? Der Unterschied ist folgendes. Normales H ist eine Uhrzeit. Ja, also wie 4 Uhr, 6 Uhr. Und Uhrzeiten gehen von 0, also 12 Uhr Mitternacht, bis 23. Alle Zeiten über 23 werden zurück auf 0 gehen. Also das heißt, wenn ich jetzt eine Zeit habe von 28, wie in unserem Fall, 28 geht hoch bis 24 und dann geht das wieder auf 0 und fängt wieder von vorne an. Deswegen hatten wir die 4. Und wenn ich jetzt eine Zeit hätte von, sagen wir mal, 36, das würde dann bis 24 gehen, 0 und dann startet es von vorne wieder. Und das heißt, bei 36, anstatt 36 würde 12 erscheinen. Und deswegen, weil das Format hier ist ein Uhrzeitformat. Wenn man eine Zeitspanne, also quasi wie Arbeitszeiten sind ja keine Uhrzeit, sondern eine Zeitspanne, muss man mit Klammern. Die Klammer heißt oder sagt im Excel, dass das eine Zeitspanne ist und das heißt, dass es mehr als 24 Stunden gehen kann. Okay, und da sieht man jetzt, hier hat man 28 Stunden. Man kann auch die Zeit in Minuten rechnen, ohne dass man an der Formel was macht. Man muss einfach nur übers Format, wenn wir jetzt die Zeit in Minuten haben wollen, M bringt nichts, weil M ist wie bei den Stunden. Bei den Stunden, die gehen bis 24 und dann stürzen sie wieder zurück auf 0. Bei Minuten geht es hoch bis 60 und dann stürzt es wieder um auf 0. Und deswegen zählt das immer bis 60 und dann wieder 0. Deswegen, wenn wir die Gesamtzeit oder so eine Zeitspanne in Minuten haben wollen, müssen wir Klammer auf, M, Klammer zu. Und da haben wir dann 1680 Minuten. Und das entspricht 28 Stunden. Ja? Oder wenn wir jetzt die Zeit in Sekunden haben wollen, ist es dann auch eckige Klammer auf, Sekunden, eckige Klammer zu. Und so hat man jetzt die Zeit in Sekunden von diesen 28 Stunden. Okay? Also man muss an der Formel eigentlich gar nichts ändern. Man muss nur an dem Format ändern. Das ist aber nur bei, wenn man mit Zeit kalkuliert. Okay, ich lege es mal wieder zurück auf den ursprünglichen, aufs ursprüngliche Format. So, jetzt hat man die 28 Stunden und jetzt kann man das dann runterziehen und man sieht dann hier
die Zahlen, so eine Zahl würde gar nicht, diese Zahlen sind alle, also außer diese Zahl, alle diese Zahlen sind alle über 24 und erfordern deswegen dieses Klammer-HMM. Ja? Jetzt hier, bei Gesamtzeit ist es dann genau dasselbe. Man nimmt die Zeit pro Mitarbeiter mal die Anzahl der Mitarbeiter. Hier haben wir wieder dasselbe Problem. 28 mal 3 ist wesentlich mehr als 12, aber weil das Format hier wieder nicht richtig ist, deswegen muss ich hier wieder nachbessern, und zwar mit der Klammer. Ups, so. Und so ist es dann eher richtig. 28 mal 3 gibt 84, und dann kann man das dann machen. Und auch so, wenn man hier jetzt eine Summe haben will, Summe am leichtesten, eine Summe lässt sich so kalkulieren, man markiert den Bereich, den man summieren will, und zwei Zellen dazu und dann auf dieses Symbol. Warum zwei Zellen? Weil eine ist leer. Es ist immer besser, wenn man ein Leer hat zwischen den normalen Einträgen und der Summe. Weil wenn man dann irgendwann die Daten sortieren will, dann geht die Summe nicht mit hoch und runter. Zeige ich gleich. Auch hier, wenn ich jetzt hier wieder die Summe haben will, Zeit pro Mitarbeiter, einfach Duster und einfach auf das Summensymbol. Okay? Jetzt, wenn ich jetzt nach Daten sortieren will, nehmen wir an, ich will jetzt nach, die sind jetzt nach Projekt sortiert, nehmen wir an, ich will nach Gesamtzeit sortieren, einfach reinklicken, nicht markieren, einfach reinklicken und dann hier sortieren, nach Größe, also aufsteigend oder in dem Fall aufsteigend, also die kleinste Zeit ist oben und die größte ist unten oder andersrum, absteigend ist jetzt das größte, die größte Zeit. Und, ja, immer nicht markieren, sondern immer reinklicken, weil wenn man markiert, hat man die Gefahr oder geht man die Gefahr, dass nur das Markierte sortiert wird, aber nicht der Rest. Und das dann die ganze Daten sind dann kaputt, weil das gehört ja nicht mehr zu, das gehört eigentlich zu Projekt C. Aber wenn das umsortiert wird, dann gehört es gar nicht mehr zu Projekt C und die ganzen Daten werden dann futsch. Okay, also wenn man sortiert, einfach reinklicken, nehmen wir mal hier jetzt, oder Anzahl der Mitarbeiter, einfach aufsteigend. Und so kann man das dann, oder wieder zurück, wie es war, aufsteigend. Und schon hat man die ganze Sache. Und Sie sehen, dadurch, dass hier eine leer ist, hat man auch nicht die Gefahr, dass die Summen mitgehen, mitsortiert werden. Ja, deswegen immer eine leer zwischen den Einträgen und Summen. Ich zeige es nochmal hier. Also zum Beispiel Mitarbeiter, wenn ich eine Summe der Mitarbeiter haben will, markieren und dann Summe machen. Okay? Natürlich, man kann auch so machen, wenn man schon eine Summe hat, man kann sie dann nach rechts ziehen. Ja? Und das ist hier, weil die Zahl zu klein ist. Man muss aber aufpassen, wenn man nach rechts sieht, wird auch das Format, also hier in dem Fall wird das Format übertragen. Hier sind es Stunden und Minuten, hier sind es Stunden, Minuten, aber Mitarbeiter sind Zahlen. Deswegen muss ich dann, wenn ich, das Format wird so übertragen, deswegen muss ich hier auch das Format jetzt auf Zahlen wieder zurücksetzen. Und das kann ich dann entweder über Format, Zellen formatieren und wähle dann, anstatt HMM, mache ich einfach 0. Das ist das Format für Zahlen. Okay, dann bin ich wieder auf die 17 zurück. Ja, eine Alternative wäre, gehe ich mal zurück, eine Alternative wäre, man klickt irgendwo in einer beliebigen Zahl und man drückt auf diesen Pinsel, der überträgt das Format auf die Zelle, die ich habe. Okay, so sind das. Und das ist jetzt eine einfache Berechnung von den Zeiten und die Gesamtzeiten. Ja, wichtig hier zu wissen, ist, dass wir haben zwei Arten von Zeiten. Dieses Format ist eine Uhrzeit und dieses Format ist eine Zeitspanne, genau wie dieses Format, genau wie dieses Format. Okay? Und das heißt, mach schon mal hier ein bisschen größer, dass man es lesen kann. Das heißt, diese, die können mehr als 24 bzw. 60 oder 60, und das hier wird immer bis zu 24 gehen bei Stunden, bei Minuten bis zu 60 und bei Sekunden bis zu 60. Und dann geht es wieder zurück von 0. Deswegen, wenn man Zeitspannen wie Arbeitszeiten oder Dauer oder so weiter ausrechnet, muss man immer eins dieser Formate nehmen. Und nicht vergessen, auch wenn man von Stunden auf Minuten umwandeln will, ist es ganz einfach, man muss nur im Format, also muss nicht die Formel mal 60 oder sowas machen, sondern einfach im Format das umwandeln. Und so hat man dann die Zeiten dementsprechend. Wir probieren es nochmal hier, wenn ich mal, ich will die jetzt in Minuten haben, markieren, Zellen formatieren und jetzt auf M. Ja, und jetzt ist alles in Minuten und genau hier dasselbe kann ich genauso machen. Hier könnte ich auch jetzt alles in Sekunden machen.
Habe ich richtig markiert, ja. In Sekunden. Ja, da könnte ich sowas schreiben. Okay. Und das spielt überhaupt keine Rolle. Ja, man mischt hier Minuten mit Sekunden, es spielt keine Rolle. Es ist für Excel, ich werde es in einem anderen Video erklären, ist es für Excel von überhaupt keiner Bedeutung, wie das Format ist. Nur für uns, wenn wir jetzt die Minuten sehen wollen, einfach auf Klammer M machen. Ansonsten bei Stunden, man kann auch die Stunden ohne Minuten darstellen. Und das ist dann quasi Klammer H. Okay, da werden dann nur die Stunden dargestellt. Okay, und